Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Dirt Rally. Wir sind im dritten Rennen und in der dritten Meisterschaftsetappe. Diesmal geht's nach Griechenland. Beim ersten Mal waren wir im Schnee, beim zweiten Mal in Wales. Fahrzeug Setup. Das Setup zeige ich euch auch mal, was man da alles einstellen kann. Bremsbalance, Differential, die Gänge, Radaufhängung, Stoßdämpfer und dasselbe auch für hinten. Und wir werden am Rennen teilnehmen. Ist wiederum ein Vier-Rennen-Event. Ich werde wieder schauen, dass ich das alles in eine Folge packen kann, wenn es klappt. 5, 4, 3, 2, 1. Und go! Links 6, 80. Schauen, dass man am Start nicht so sehr. Rechts 5, 80, nicht so viel Megagas gibt, sodass man durchdrehende Reifen hat. Sondern dass man relativ flüssig wegkommt. 60 bergab. Schön mit dem Sonneneinfall, der sich spiegelt. Bergab. Ja? Bergab ging's. Danke, lieber Beifahrer. Ohne dich hätte ich's nicht gemerkt. Nicht schneiden, ja, schneiden ist da gefährlich. Hier Kurven zu schneiden, kann schnell mal ins Auge gehen. In rechts 5 nicht schneiden, 60. Links, rechts, okay. Rechts 6 lang über Kuppel. Rechts 6 lang. Links 6, 60. So. Ich könnte euch da mal was richtig Schönes zeigen. Uhuhu. Nice. Das geht aber sicher noch besser. Das kann man sicher noch besser machen. Ich möchte euch da ein bisschen was bieten. Einen coolen Abflug. Na, so cool war der nicht. Okay, war der gar nicht. Oh, das sieht auch schon super aus. Ich möchte das eh neu starten. Mit dem defekten Auto können wir keinen Blumentopf gewinnen, zumindest nicht über 4 Rennen lang. Rechts 4. Oder wir fahren es doch zu Ende. Na, das überlege ich mir noch. Wenn eine spannende Kurve kommt, überlege ich mir das kurzfristig. Wahrscheinlich passiert das auch mal ohne unser Zutun. Wer die ersten beiden Folgen gesehen hat, weiß, was ich meine. Rechts 6 durch Senke 60. Kehre links um Baum. Kehre links um Baum, okay. 100 bergauf. Das ist dieser alte Baum hier. Die Ansagen sind schon geil. Ist das in echt auch so? Also, Rally verfolge ich ja in real selten. Rechts 6, oh Gott! Ich kenne ein paar Rallye-Fahrer. Links 6, halb lang. Aber. Achtung, nee, so ein paar Rallye-Strecken. Aber eben, sonst sehe ich es eigentlich nur, habe ich nur Highlights-Videos angeschaut. Ab und zu mal so nebenbei, auf zu dem Fernsehen, gucke ich zu. Aber jetzt wirklich nicht, dass ich sage, ich schaue mal jede Etappe an oder rechts bin 6, ein 60. Profi, was die Regeln oder Fahrzeugeinstellungen betrifft. Aber das, wem erzähle ich das? Das wird sie eh schon gemerkt haben. Kuppel, links 6, lang, Kuppel. Kuppel, 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 okay. Klingt ziemlich hügelig. Sehr schön gemacht. Sprung 60 bergab. Sprung 60 bergab, bergab kennen wir schon. Sprung kennen wir auch schon. Verengt sich. Links 4 lang, macht auf und macht zu. Sprung. Macht auf, macht zu. Geht heim. Boah, schön gemacht, sehr schön. Nicht schneiden. Ernsthaft? Ernsthaft, oder was? Gegen den Strauch gefahren und das ist ein Betonstrauch. Na toll. Unser Auto. Und links 5, 60. Wuhuhuhu. Das ist eine fiese Etappe.
die erste ging ja noch, also die erste, das erste Rennen, was wir gesehen haben in der ersten Folge. Rechts 4 lang, nicht schneiden, bergauf. Auch so das leichteste. Die zweite war schon ganz schön gemein mit den Wäldern und das hier mit dem Abgrund, ja, ist nicht minder fies. Bergauf, ja, merkt man, da strengt sich unser Motor wieder ein bisschen an. Wir fahren da mit heißen 70 und das ist schon Vollgas, was ich da gebe. So, ein bisschen Speed holen und dann kommen wir da noch rauf. Sehr schön. Rechts 5 lang. Die Kehre links. Rechts 5 lang. Platz wird jetzt nicht so gut sein, weil wir vorher ein paar Mal das Weite gesucht haben. Links 600. Wow! Wow! Apropos das Weite suchen. Ah, nein, nein, das war nicht meine Absicht. Boah. Gut, dass der Baum nicht mehr gekommen ist, dass wir zuvor zurückgesetzt wurden. Rechts 6, 80. Danke. Danke, das war wichtig. Achtung, Räder gerade stehen. Scheiße. Da habe ich ein bisschen übersehen. Oh Mann, alter, alter Schwede, alter Schwede. Unser Auto. Nice. Schick, ja, 9. Platz. Ah, Neustart ist es für Anfänger. Nächstes Rennen. So, das nächste, die nächste Etappe steht an. 5, 4, 3. Wir konnten uns nicht reparieren. Das heißt, wir müssen leider mit einem kleinen gedamagten Auto. Ah, leicht. Bis zur nächsten Etappe kommen und dann können wir uns wieder reparieren. Bäume. Bäume sind so das Undankbarste, was es in Spielen gibt. Jeder, der zum Beispiel meine Best-of-Playlist gesehen hat, der hat bestimmt auch die Specials gesehen, die ich für Julian gemacht habe. Der kann auch öfter Bäume ziemlich gefährlich nah in seinem Rennen spielen. Ich bin auch schon gespannt, wann es soweit ist, wann ich so einen Baum einmal umarme. Rechts 3 lang. Mit meiner Motorhaube. Rechts 1. Schön gemacht. Links 6 über 80, kleine Kuppe. Kleine Kuppe? Kleine Kuppe ist ja was für Mädchen. Links 6 lang über Welle, Kuppe 80. Bäume ist was für Männer. Stirb, Baum! Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz demonstrieren, dass die Physik gut ist. Nein, 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 das. Ach. Das hat 14 Sekunden oder 14 Minuten gedauert. 14 Zeiteinheiten. Rechts 5, halb lang. Da einen Abschleppdienst zu finden. Ich nehme es übrigens gerade so am Stück auf. Seit Folge 1, 1, 2, 3 habe ich jetzt mal hintereinander aufgenommen. Einfach weil ich gerade in dem Flow drinnen bin. Was sich deutlich bemerkbar macht bei meinen Fahrkünsten. Also, die sind viel besser als noch in Folge 1. deswegen konnte ich noch nicht reagieren auf Kommentare. Mache ich aber eben sobald ich mit der Session fertig bin. Au! Baum! Betonbaum! Rechts 5 macht du bis 2. Und Strauch. Noch schlimmer. In links 5 über 80. Achtung, verengt sich. 60, Kuppe. Achtung, verengt sich. 60, Kuppe. Rechts 6 lang verläuft über Kuppe. Vielleicht Sprung. 80. Hat sich verengt? Okay, habe ich aber wenig davon gemerkt. Den hättest du ansagen können. Achtung, Todesbusch voraus. Hört auf den Namen Ivan. Ivan, der Todesbusch. Leichtsprung, nicht schneiden. Ja, er fällt ab. Was noch alles? Sag gleich, daran wirst du verenden.
Gib mir Kommentare, die ich verstehe, oh Gott. Uiuiuiui. Links 6. In rechts 4 macht zu, nicht schneiden. In rechts 5. Links 6. Rechts 5, links 6. Rechts 6. In Achtung, links 5 lang, nicht schneiden. Mittig halten, über Kuppe, verengt sich. Danke fürs Achtung sagen. Und die Kuppe hat mich mal wieder schön ausgehoben. Rechts 6 halt lang. Ich könnte da nochmal versuchen, die Differentiale beispielsweise umzustellen und die Federung. Vielleicht hat das einen besseren positiven Effekt aufs Auto in manchen Etappen. Nur bin ich, was Fahrzeugeinstellungen angeht, ziemliches Nackerbatzel. Achtung, langsam, große Welle, rechts 4. Links 5. Und dabei macht es einfach zu viel Spaß, einfach so loszufahren, als mir noch irgendwas durchlesen zu müssen. Aua! Baum. Oh. Ja, jetzt stecke ich da drinnen, oder was? Da steckst du nicht drin. Jetzt schon. Okay, wird dringend notwendig, dass ich über Start und Ziel komme. Und Start und Ziel, über ins Ziel kommen und dass ich im Ziel mein Auto reparieren lasse. Zumindest alles, was so in einer halben Stunde zu reparieren geht. Der Kühler wird es auf jeden Fall notwendig haben. Und so, wenn ich mal das andere Auto, den Rest vom Auto anschaue, äußerlich sieht es halt auch nicht mehr allzu top aus. Also einen Blumentopf kriegen wir damit wahrscheinlich nicht mehr. Es sollte auch so ein Auto-Contest geben. Das hübscheste Auto wird gewählt. Ich glaube, da haben wir gute Chancen. Wir sind auf jeden Fall sehr schnittig. Haben schöne Kurven. Unnatürliche Kurven. Ich glaube, wir hätten gute Chancen. Also, denke ich schon. Mal wieder im Beifahrer-Modus reinschaut. Ah, Gott. Beifahrer, was sagst du dazu? Schau auf die Straße! Guck mir nicht in den Schritt. Rechts 4 nicht schneiden, links halten über Kuppel. 130. Das ist so ein ganz anderes Fahrgefühl da aus dem Cockpit. Das sind die G-Kräfte. Dafür kann ich nichts. Rechts 6, 60. Das sind die Baumgeräusche. Aua. Rechts 4, halt. Aber immerhin, unser Scheibenwischer funktioniert noch. Das ist ja schon die halbe Miete. Den müssen wir mal immerhin nicht reparieren beim Service. Das kostet uns wieder ein paar Minuten. Und links 2, halblang nicht schneiden. Rechts 6, lang 80. Nicht schneiden, ich gebe mir Mühe. So. Okay. Das war gar nicht schlecht. Ich dachte, ich liege gleich in einem Abgrund. Ernsthaft. Ich kann mich nämlich nicht mal zurücksetzen. Da muss ich warten, bis das Symbol da unten erscheint. Okay, was ich schon machen könnte, ich könnte hier rein und könnte dann auf Wagen zurücksetzen. Ja, das geht schon. Nett gemacht finde ich auch das Menü, wenn man da drinnen ist. Ich zeige euch das noch, das wird gleich wieder wehtun. Wenn man rausgeht, muss man nicht gleich sofort auf die Beschleunigungstaste klicken, sondern es gibt eine gewisse kleine Verzögerung im Spiel, sodass man eben ja nicht die... die Beschleunigungstaste kontinuierlich gedrückt halten muss. Links 4 lang, 100, über Kuppel, vielleicht Sprung. Also es steckt schon ein bisschen Detail drinnen, was ich cool finde. Aus dem Spiel kann echt was werden.
wenn sie da noch viel Umfang reinbringen, dann top. Dabei eben für 30 Euro und Codemasters hat gesagt, günstiger wird's wohl nicht mehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in dem Sale dann zum Beispiel schon noch günstiger zu haben ist. Aber halt solange es Early Access ist, mal nicht. Und mal schauen, wie lang es Early Access ist. Codemasters sagt halt, es kommt halt eher mehr Umfang rein als weniger. Und von dem her wollen sie die Preispolitik auch so halten. In links 6 halblang nicht schneiden. Rechts 6. Links 6, 80. 80, ist das für Mädchen? Rechts 6 über 80 macht zu bis 5. Links 5 hängt nach außen. Nein, nein, nein. Oh. Puh. Ins Ziel? Da fahren wir wieder den Pfosten mit. 3, 2, 1. Meins. Aua. Da dürfen wir noch mal reparieren. Passt. Etappe 2 abgeschlossen. Zeit wird's für einen Kaffee zum Mittag. Und einmal Wagen reparieren. In der halben Stunde. Grober Schotter, leichter Schotter. Okay. Fahrzeug reparieren, das sollte viel zentraler am Bildschirm stehen. Die Radaufhängung muss verbessert werden. Okay. Nein, ich werde das mal selber machen. Ich werde nämlich den Kühler verbessern. Bei den Rädern auch ein bisschen. Ah ja. Ihr seht hier oben die Zeit mitlaufen. Alles was drüber ist, kostet Strafsekunden. Räder, Kühler, komm, mach mal keine Radaufhängung. Kann ich noch irgendwas in der Zeit machen? Kostet uns circa alles dieselbe Zeit. Na gut, okay, Kühler war mir wichtiger und die Räder. Und dann nehmen wir am Rennen teil. 4, 3, weil ihr wisst 2, ja, 1. Wie der Kühler immer leidet bei uns. 60. Und mit dem müssen wir noch 2 Rennen durchhalten. In links 6, in Kehre rechts. Die Räder haben uns auch schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Boah, Kehre rechts habe ich ein bisschen verschlafen. Cool aus. Rechts 6 über 100. Sieht so geil aus. Links halten über Kuppel. Rechts 6 nicht schneiden. Na, links halten über Kuppel kann Leben retten. Links 5 über 150. Na? Vegetation finde ich da sehr interessant. Dass da noch so viele. Hallo Fans! Na, wollt ihr ein Autogramm? Ja? Ja, kommt's her. Ich kann nicht so lang bleiben. Ein Kaffee geht sich aus, aber mehr geht sich nicht aus. Rechts 5 über 130, über Wellen. Was wollte ich gerade sagen? Ach, vergiss es. Das war bestimmt nicht intelligent. Nein! In rechts 6 lang. In links 3 nicht schneiden über 130. Was? Über 130? Rechts 3, 60. Was? 130? Speed? Na, da schau ich mal an. Rechts 4 Sprung. Ich pflügt's bei 70 schon. Da! Au! Das ist das Radl. Da ist das Radl im Eimer. Ja, das heißt, wir können eigentlich gleich neu starten. Au. Das hat weh getan. Das ist auch wirklich gemein. Wie
wie die Felge anfangen zu glühen. Wie nice. Wie geil gemacht. Gibt es da einen anderen Effekt auch noch? Eine andere Einstellung? Links vier Nein. Das klingt, als würde ich heiraten und würde bei meinem Auto lauter Dosen angehängt haben an die Anhängerkupplung. So klingt das. Sieht wahrscheinlich auch circa so aus. Uah! Kameraperspektive. Schlecht, wenn man sich da spielt damit. Sofort scharf rechts, das klingt nach einer Aufgabe für mich. Das klingt wie für mich gemacht. Ich wusste, dass ich die Kurve nicht mehr kriege. Ah, da ist der Beifahrer gewesen. Servus, Franz, wie geht's da? Sag mal, wo es lang geht. Sag was. Franz, ich brauche deine Hilfe. Franz! 100 bergab überwinden. 100 bergab kriegen wir hin. Über 100 schaffen wir auch. Nur 100 bergab, Franz. Kehre rechts, 60 im Baum. Im Baum. Um Baum oder im Baum rein? Was? Wiederhole das nochmal, Franz. Sonst fahr ich jetzt gleich rein. Und du bist schuld. Achtung, links 6 halblang über Welle. 60 bergab. Kehre. Hör auf, Achtung zu sagen. Sonst könntest du bei jeder Kurve Achtung sagen. Und gerade. Und sobald wir losgefahren sind, Achtung, Rennstart. Achtung, bitte in Sicherheit bringen. Rick Valvo fährt wieder los. Wow. Rechts 3, halb lang. Halb lang. 60, rechts halb über Kuppe. Was hat er da eigentlich stehen? Achtung, links 4, nicht schneiden. Rechts 5, nicht schneiden. Gut, ich achte wieder auf die Strecke. Schöne Aussicht. Oh ja. Da kann ich übrigens nicht nach hinten schauen. Kann ja nur ein bisschen, also sobald ich den Stick nach hinten drücke, schaut er so ein bisschen rauf oder runter dann eben dementsprechend. In links 6. In rechts 6 macht zu bis 45. So grafisch finde ich das hier halt die Bombe, aus dem Cockpit zu gucken. Wobei das auch nicht schlecht ist. Muss man schon sagen. Also wenn wir da ins Ziel kommen mit dem Auto, bin ich schon mega stolz. Wir müssten echt dann das nächste Rennen auch ohne Rad starten. Nein! Weißt du, dem Auto macht's rein gar nichts. Das Betonauto. Kein Schaden, nichts. Nicht mal den Kratzer dran. Unser Auto so, das Auto fabriksneu. Frag mich, wie das fabriksneue Auto da überhaupt auf den Berg raufgekommen ist. Und immer noch so aussieht. Es ist nicht sehr realistisch. Und Ziel. Yes. Wie das aussieht. 11. Platz. Hinter Alonso. Hämmerleinen, Harris, Rutzika. Cervinen, also die sagen wir mal gar nichts. Die Fahrer. Sonnenuntergang. Das klingt schön. Wolkenlos. Und unser Auto voll im Eimer. Hoffentlich überstehen wir das. 9. Position aktuell. Hey. 5, 4, 3, 2, 1. Ich will nicht. Franz. Achtung, links 4 lang mittig halten. Übernimm du das Steuer. Ich mag nicht mehr, Franz. Ich mag nicht mehr. Oh, unsere Räder sind neu. Franz, hast du Überstunden geschoben?
Franz, sag doch was. Links 4 lang. Danke. Hey, 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 du hast denselben Zettel wie letztes Rennen. Das zählt nicht. Andere Strecke. Ich glaube, Franz cheatet. 170. Aha. Achtung, Sprung. Rechts. Achtung, Sprung. Nicht schneiden. Nicht schneiden. Ja. 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 6. In links 6 lang, 80 über Welle. Welle uncool. Rechts 6. In links 6. In rechts 5 macht zu, nicht schneiden. Also die Kurven sind nicht stark, aber mittig halten. Reicht ja, dass ja, da rechts der Abgrund ist und links die gefährlichen Felsen, die einen in den Abgrund bouncen lassen. Ja, Bäume auch noch. Wow, nice. Schön. Vielleicht Sprung oder Leichtsprung? Vielleicht tot. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. In rechts 6. Schon wieder besser. Achtung, Baum des Todes direkt auf der Strecke. Vielleicht Sprung. Das war ein Sprung. Was heißt hier vielleicht Sprung? Aber. Ah, ja. Au. Rechts 6 über kleine Kuppe. Kleine Kuppe ist was für Mädchen. 80. 80 ist was für Mädchen. Links 6, 80. Das sieht so geil aus. 150. Ah, profimäßig. Aua. Achtung, rechts halten über Kuppe. Sieht das geil aus. Links 4 halb lang nicht schneiden. Achso, dass man so überhaupt keinen Überblick hat, wenn es bergauf geht. Und man nicht auf den Typen hört. In rechts 6. In links 6 über Welle, verhängt sich, mittig bleiben, 60. Links 6, halb lang. In rechts 5, nicht. Also eine Minimap wäre wirklich super, gerade so für so eine Bergstrecke. Für die Wales war es einigermaßen okay ohne Minimap. Da hat man besser einen Überblick gehabt, aber hier beim Bergigen ist es natürlich echt. Da ist man ein bisschen lang aufgeschmissen, wenn man nicht gerade auf den Beifahrer hört. Und auf diese Mini-Einblendung da. 60 über Kuppe, vielleicht Sprung. Der mit seinem vielleicht Sprung. Links 6. Und rechts 1 lang. Rechts 1 lang, das klingt heftig. Links 5. Rechts 4. Boah, das war eine mega gute Kurve. Also, die kommt wieder mal ins Lehrbuch. Die auch. Das gehört so. Alles richtig gemacht. Rechts 2, halb lang. Sprungen! Und da war wieder Ivan, der Todesbusch. Boah, Alter, wenn wir durch Griechenland durch sind, hüpfe ich erstmal ins Meer. Rechts 6, Achtung langsam, 60 über Kuppe. Achtung langsam, Rechts 4 nicht schneiden. Was für ein Mädchen! Links 5 lang über Kreuzung. Aber wir nähern uns dem Ziel. Links 6. Aus dem vierten Rennen, wir werden sie wohl nicht etwa ins Ziel schaffen und wieder ein bisschen Geld abgreifen. Das wäre ja geil. Und wenn wir genug. Aua. Wenn wir genug Geld haben, dann können wir uns auch wieder ein neues Auto kaufen. In einer anderen Rennklasse. Können dann auch mit den 70ern etc. dahin fahren. Und links 4 halb lang.
Das würde ich gern bald machen, sobald es geldmäßig passt. Ja, ist ja okay. Mir ist schon schlecht. Ich habe das Mittagessen schon hergegeben. Boah, die Kameraperspektive ist die übelste. Sieht richtig, richtig fett aus, aber... Boah. Gerade so bergauf, wenn sich die Motorhaube auch noch so, so hebt, sieht man gar nichts. Gar nichts. Links 6. Rechts 6. Links 6, rechts 6. Abheben. 80, macht zu bis 5. In links 3 lang. Links 3 lang. An links halten über kleine Kuppe 60, rechts halten über Kuppe. Franz, kann ich deine Stimme auch ändern? Und Achtung, links 6. Kann ich auch eine Lady reinsetzen als Beifahrerin? Rechts 1 über 100. Das wäre cool. Das bitte noch einbauen, Codemasters. Eine sexy Stimme. Hier, jetzt. Über Kuppe, ja. Langsam. Ach, was sage ich? Schneller. 80. Rechts 4, verengt sich. Verengt sich? Oh Mann. Fahren wieder aus der Perspektive. Franz, Entschuldigung, mal kurz die Notizen durcheinander gebracht. Nicht verkehrt herumhalten. Und rechts 6 lang. Links 1. Wow. Links 4 über 80, Kuppe. Gleich sind wir im Ziel. Gleich haben wir es geschafft. Dann ist rechts die dritte Folge zu Ende. Dann werde ich mal ein Päuselchen einlegen und mal auf eure Kommentare warten. Links 5, nicht schneiden. Rechts 4, über 8. Also, muss ich morgen zeitig raus. Da schaffe ich heute keine Folge mehr. Aber es ist schon mega lustig. Macht richtig Laune. Wie gesagt, wenn es vom Umfang her passt, dann werden da noch mehrere Folgen erscheinen. Gerade mit den anderen Autos auch. Bin ich schon mal sehr gespannt, wie sich die fahren dann. Lasst mich gern wissen, was ihr sehen wollt, was euch bisher am besten gefallen hat. Ich fand so von der Strecke her und aua. Ein Stein, der da steht. Ich fand so bisher das erste eigentlich am allercoolsten. Das müssen wir natürlich auch wieder mitnehmen. Bam! Yeah. Ich fand es eigentlich bisher in den Schneegebieten am schönsten. Die ersten vier Rennen, die waren echt hübsch. 9. Platz ist es geworden. 8. sogar in der Endwertung. Prämien 6.100. Super geil. Lasst mich gern wissen, was euch immer am besten gefallen hat. Ich werde mal speichern und zurück ins Menü gehen. Sehen wir gleich auch unseren Geldbetrag, 15.000. Das wird noch nicht reichen für ein neues Auto. Karriere, Meisterschaften. Hill Climb gibt es noch nicht. Und beim Rally, ja, weil wir gerade noch mitten in dem Event drinnen sind, können wir dabei noch nichts weiteres auswählen. Aber es gibt ja dann eben noch ein paar andere Events und 70er, 80er etc., wie ich es euch mal kurz, glaube ich, letzten Part gezeigt habe. Darauf freue ich mich schon mega. Die Autos sind noch ein bisschen teuer, aber wenn es so weitergeht wie jetzt, wir machen mega Plus. In 100 Folgen haben wir es geschafft. Ich sage euch mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal von Dirt Rally. Danke euch, dass ihr dabei wart. Man sieht sich. Ciao.